Herzlich willkommen zur 87. Folge der fünften Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi. Das hier ist Jacqueline, die gerade mit Nicky Wilkerson gemeinsam in den Büschen ist hier. Wir machen die Nicky Wilkerson Quest und haben aber ein ziemlich volles Inventar. Und ich bin geneigt, nochmal eben flott zum Außenposten zu fahren. Denn oben am Questspot gibt es halt auch noch ein paar Items einzusacken. Und wer könnte Nein sagen zu Loot? Apropos Nein sagen, sagt bitte nicht Nein, wenn ich euch bitte daran zu denken, ein Like und gegebenenfalls auch ein Abo dazulassen. Ja, dann können wir den Vlad auch gleich nochmal durchreparieren am Außenposten. Ist ja gut. Kriegen wir hin. Ja, Micky, das findest du gut, wa? Haha, da habe ich die andere Seite genommen. Hat das Türaufmachen nichts gebracht. So, dann... Hier war auch noch was drin. Zwei Reparaturkits ist gut bei der Quest, wenn man die hat. Aber wir brauchen noch eins zum Reparieren gleich. So, die Sachen wollten wir mitnehmen. Ich fange mir keine Seuche ein. Boris ist auf jeden Fall sinnvoll, denn da können Juggies auftauchen. Da taucht auch in der Regel mindestens ein Juggy auf. Wenn es dumm läuft, ein zweiter. So. Dann Reparaturkit. Der arme Vlad. So, wie ist der Spritstand? Also das mit dem Auto muss jetzt passen. Wir haben einmal Sprit drin, das ist okay. Und ich finde, dass unsere Außenposten ziemlich gut platziert sind. Wir haben eigentlich überall in jeder Ecke der Karte... Ja, komm. Nicht schreien. Gegens Auto laufen, was Anil sagt. Oh, da ist was ausgelaufen gerade. Gott sei Dank nicht mein Kaffee. Dann schmeißen wir das mal wieder an. Dann kann auch das Klo geputzt werden. Das sieht man halt bei Dackeln immer gut, ne? Die bringen halt 10. Und wenn die Satellitenübertragung läuft, dann halt 12. Und wir brauchen es doch. Wir sind Jungen und brauchen den Einfluss. I don't get it. Why would the army blow up your house? My family's been running this valley for a long time. So, dann fahren wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Zu gucken, was es hier für Spots noch gibt zum Looten. Die Scheune ist pre-looted. So, dich haben wir schon drauf. Okay, dann können wir jetzt nach oben. Wollen wir die gleich machen? Da sind die Trainingsvideos durch. Behelmte, mit denen kannst du spielen, Niki. Ich passe inzwischen auf und genieße den Ausblick hier.
Aktionen können wir mal durchführen. Wenn sie schon auf dem Boden liegen. Du musst treffen, Mickey. Jetzt guten Spot für Glad. You weren't kidding. This place is wow. Mhm. Hold on. Something ain't right about this. What do you mean? The military truck. They're transport, not assault. Never noticed that before. And maybe we ought to take a closer look. It's a shitload of zombies. Das hier ist Jacqueline, nicht Brianna. Das heißt, Exekution, schnell schleichen geht. Running out of fuel. Da blinkt es. Steht eindeutig Loot mich drauf. Medizinbuch brauchen wir nicht. Kann ich mit dir handeln? Let's get down to business. Hier, kauf das gleich mal. Behelmter. Komm, dreh dich schon weg. Geh mal irgendwo hin. Der war daneben. So, und jetzt geh du da hin und geh mal gucken, was das war. I wasn't here when all this went down. If I had been. Maybe my family would still be alive. Or maybe I'd be just as dead as they are. Ja, stell dich da mal hin, Mickey. So super, habe ich einen hübschen Screenshot. Mickey Wilkerson vor seinem Haus. So, dann. Somebody shot the hell out of these trucks. Yeah, but there ain't no shell casings here. Which means the army guys weren't shooting back. That makes no goddamn sense. Check them bodies, will you? Ja, machen wir, Mickey. Damn. Das ist jetzt da drüben. They bombed the shit out of this place. And that must have really pissed these guys off to make them do this. Militärpolizeibefehl. Befehle für die Militärpolizei, laut denen sie Ned Wilkerson, den aktuellen Anführer der Wilkerson-Gang, gefangen nehmen sollen. Gewalt soll um jeden Preis vermieden werden. Mickey, I just found the orders these soldiers were following. It says here they were just supposed to arrest, not start a fight. Well, that'd explain why we didn't find any casings. But it don't explain why the army dropped a goddamn bomb on my family's house. Ah, fuck it. That ain't why we're here. Let's just find some supplies. Time to start searching. Ach, heben wir auf. So, dann schnell rein hier. Bisschen looten. Loot ist gut. Could be worse. Sauberes Trinkwasser deaktiviert. Schmeißen wir gleich wieder an. Trainingsvideos sind auch durch. Kurzer Check.
Da kochen spezialisieren und zwar bitte auf Ernährung. Alles andere ist okay und dann gleich wieder. Ach so, wollten wir die Farm jetzt noch aufwerten? Haben aktuell die 15. Stellen kein Problem dar. Nee, da warte ich die nächste Zombie-Belagerung noch ab. Ja, ansonsten würden wir ins maximale Belagerungsrisiko reingehen. Da habe ich keine Lust drauf. Also eine 3-Minuten-Belagerung. Nee, danke. Seiten aus Neds Tagebuch. Diese Seiten aus Ned Wilkersons persönlichem Tagebuch beschreibt eine große Sprengfalle beim Haus der Wilkersons, die Eindringlinge töten soll. Darunter befindet sich auch eine Nachricht mit folgendem Text: Ich werde diesen Ort vernichten, bevor ich diese Verräter in mein Haus lasse. Hold on. This journal says that Nat Wilkerson is responsible for all the destruction. Mickey needs to know about this. Will möglichst viel Inventarplatz jetzt freimachen. Was ist das für ein wandernder Händler? Echo Labs. Der könnte das Mod für. Oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Für die Bolzen haben. So, Mickey, wo willst du denn jetzt hin? Ich muss dir doch da was erzählen, Mickey. What you got there? Das musst du dir ansehen. Seite aus Neds Tagebuch Mickey Wilkerson zeigen. Oh, fuck me. I always knew Aunt Nat was a hard ass, but this is just goddamn crazy. They were here just to arrest her, and she blew up our home? And for what? Pride? Or maybe just fucking spite? You okay, Mickey? No, I ain't goddamn okay. I used to be proud to be a Wilkerson. Wore that name like armor. But I finally get it now. The Wilkerson name ain't nothing but a curse. Cost me my brothers, my daughter. Now, my whole goddamn family. I can't look at this place anymore. Anything here you want, just take it. I'll find what I need somewhere else. Bye. So, Jacqueline. Naja, 30% Ansehen hat sie wieder. Aber wir sind hier jetzt prinzipiell fertig. Ist denn der Händler? Da drüben, okay. Ja, das war nicht gut. Hätte sie mal besser einfach drauf gehalten, falls sie. Schon Schuppen sind, dann gucken wir doch mal. Fahr den da an. Wo?
Hast du Maximum? Ja. Fast Search. Ausgetrickst. Da. Selbst schuld. Jetzt sitzt er da, ganz ruhig. Ne, kriege ich nicht überfahren an der Stelle. Na gut. Dann fahren wir weiter. Ach, hier ist gar nichts drin. Okay. Können wir auch die stacken. Du stackst nicht. Du stackst nicht. Baurisse werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Und sicher ist sicher. Keine Fahrertür. Und wir haben sehr viele Reparaturkits aktuell. Also reparieren wir doch. So, weiter. Sie, da hätte sie auch nicht einsteigen müssen. Das ist so viel angenehmer mit dem Fast Search jetzt. So, dann da drüben noch eine. Und dann sind wir hier oben auch fertig. Stelle gesichert, aber hier gibt es wohl nichts zu looten. Im Trinkschuppen. Gut, dann fahren wir jetzt zum Außenposten. Vorher noch beim wandernden Händler vorbei. Trainingsvideos sind durch. Haben wir hier Ruhe? Ja, die bleibt stehen. Also wieder der obligatorische Check. Medizin spezialisieren. Jacqueline ist auf Pathologie, das heißt, du gehst auf Chirurgie. Solange. Gartenbau spezialisieren auf Ackerbau. Und dann weiter Trainingsvideos. Klein wenig, aber auch nur ein klein wenig verjagt. Ich fahre erstmal durch. Vielleicht können wir dem gleich noch was verkaufen. Sprit muss in den Kofferraum. Kofferraum, falls sie. Ah, ja.
rein, dich raus. So, du machst auf jeden Fall jetzt noch den Händler. So haben wir doppelte Diodoranstift. Ist doppelt. Sonst nichts. Nutzlose Mods. Zwei Generatoren, ach, kann man auch lassen, falls irgendeine Enklave anfragt. Hm, haben wir hier was Sinnloses? Blendgranaten nutze ich nicht. Machen wir weiter mit dem Verkauf von Schmerzmitteln. Können wir gerade nicht aufnehmen, die Blutseuchenprobe. Hallo Joe. So, nimm das hochwertige Krams hier bitte. Zeig mir, was du hast. Gaswerfer, das brauchen wir nicht. 30 Bolzen nehme ich. Für 30. Zweite Repetierarmbrust. Falls eine verloren geht, könnte interessant sein. Nehme ich. Biochem Station. Nehme ich. Ne, denn wir haben ja nicht auf jeder Karte einen Wahrzeichen Außenposten, durch den wir in der Lage sind, Duftblock und dergleichen herzustellen. Leider das Bolzenherstellungsgerät nicht, aber naja, sei es drum. So, da sind wir auch schon wieder gut einflusslos geworden jetzt. Hallo. Hey, Lily. Out there? It's Mickey Wilkerson. I heard you on the radio. Talking to Santos. And why would that make you think I wanted to hear from you? 2-7, das ist nicht mehr sehr viel. And that's heavy. Ja, wenn man shoppen geht, ne? So, Jacqueline, das wär's aber auch mit dir.
Videos laufen noch. Wen nehmen wir denn jetzt? Ron könnte man nehmen. Und Ron nehmen wir auch. Für die Quest, die wir jetzt angehen. Also ich will jetzt die Cleo-Quest machen. Feuer nutzt da gar nichts, da ist zu viel Wasser in der Gegend. Und ich benutze... unsere gute Prepper. Da sind die Trainingsvideos durch. Da können wir auch mal ein paar bisschen Munition jetzt herstellen. Für die Prepper wieder 22er. Trainingsvideos durch. Raven kann... die Rabin kann hier spezialisieren. Ich würde gerne warten, bis Cardio da ist, wenn, dass man sehen kann, was sie als Cardio-Spezialisierung hat. Also da machen wir es erstmal nicht. Kraftpaket ist Durchhaltevermögen für mich völlig okay. So, brauchen wir noch was für die Quest? Eigentlich eher nicht. Wir haben 111 Schuss. Wenn das nicht reicht, dann... Ja, bei deinem, mit deiner Zielgenauigkeit bald hier, weiß man ja nie. Nee, das reicht. Bin ich mir eigentlich sicher. Vlad ist betankt. Das ist auch alles okay, dann fahren wir jetzt los. Das Ganze schön bei Nacht, ist aber nicht ganz so schlimm. Sieht man die Äuglein der Zombie besser leuchten. Irgendwo war da auch ein Bloater da. I see a bloater. Gotta finish that one. I got nothing left. Ja, es ist ja ein hervorragender Auftakt hier. Der Bloater watschelt immer noch. Doch ein Dackel, ne? Ja, und ein Juggy. Ja, komm mal her, Dackelchen.
machen wir mit dem Jucky jetzt? Ich bin hin und her gerissen. Als erstes möchte ich mal die drei, die hatte ich gesehen, wegmachen. Wir könnten die Angelegenheit hier ja noch unangenehmer gestalten. So, zwei Möglichkeiten. Jucky wegmachen oder reinschleichen. Aber wir können im Moment nicht mit Isby reden, solange die auf dem Jucky schießt. An sich müssen wir den Jucky wegmachen, aber der ist hinterm Haus nicht gut. Vielleicht können wir ihn mal ein bisschen ködern. Ja, sieht so aus. Der hat auch den Fall gesessen. Da ist aber auch ein Bloater gerade explodiert. Da will ich jetzt gar nicht hin. Den nicht. Mal besser nicht ausgestiegen. Jetzt müsste Isby nur noch ein bisschen genauer schießen. Du aber auch. Wie das hier weitergeht, liebe Leute, das dann aber beim nächsten Mal. Wir sitzen ja erstmal sicher und schauen Isby ein bisschen zu, wie sie versagt. Vielleicht kommt Veron hier noch auf, das geht ja echt gar nicht. Die sind, glaube ich, auch alle auf uns jetzt, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Jetzt auf jeden Fall Ruhe und wie gesagt, wie es weitergeht, das dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo da lasst. Bis dann, euer Palz.